Wir sind in heftiger Konkurrenz zu Fußballmatch und ich weiß was nicht sonst alles. Ich überlege mir auch schon ganz konkret an meinen Titel zu arbeiten. Die Alternative, die mir leider zu spät eingefallen für dieses heutigen Abend, wäre gewesen, nackt im Internet oder doch ein bisschen mehr Privatissimum. So ist halt nur die souveräne digitale Identität und Online-Privatsphäre egal oder schützenswert daraus geworden. Trotzdem, danke fürs Kommen. Wie üblich, ganz kurz ein paar Worte zur Digital Society und vorneweg noch zum Vortragenden, dem Hauptredner des heutigen Abends, Markus Sabatella, wird sich dann auch eh noch später vorstellen, der in dem Fachgebiet seit vielen Jahren und vielerorts unterwegs ist. Ich habe gerade vorher zu ihm gesagt, ich war verwundert, an wie vielen Stellen ich Beiträge und so weiter und so fort von Herrn Sabatella gefunden habe, wo ich mich da ein bisschen in das Thema eingearbeitet habe. Digital Society, die meisten kennen sie, gibt es noch irgendwelche, die sie nicht kennen, ich gehe trotzdem kurz durch. Gemeinnütziger Verein, 2015 gegründet. Wir stürzen uns darauf, Chancennutzung der digitalen Transformation. Manche von euch haben auch mitbekommen, oder von Ihnen haben auch mitbekommen, die Diskussion über alle Mitglieder. Ich habe mich jetzt, glaube ich, mit dem Werner Ilsinger darauf verständigt, dass möglichst alle Mitglieder unserer Gesellschaft von der digitalen Transformation profitieren sollen. Das eine ist die Vision, da dürfen es wirklich alle sein. In der Realität wird es vermutlich auf das möglichst alle hinauslaufen. Was machen wir? Digitalks, das machen wir für die Privaten, da bin meine Zuständigkeit. Es gibt das Ganze auch, wenn es um Technologien und ähnliche Dinge geht, neue Prozesse, Verfahren, Strategien, Trends, gibt es auch noch das Business Networks, das macht der Alfons Pawrowski. Wir machen das zehnmal im Jahr mit einer Sommerpause. Wir setzen uns kritisch mit den Entwicklungen im Umfeld ICT und so weiter auseinander. Hoffentlich tragen wir auch dazu bei, dass sich unsere Mitglieder vernetzen, sei es hier vor Ort oder auch übers Internet. Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, mit einer ganzen Menge. Sei es im rechtlichen Bereich, sei es im EDV-Bereich, sei es im kommunikativen Bereich. Und wir sind auch teilweise in Interessenvertretungen vertreten. In Austrian Standards ist der Manfred Würler engagiert zum Beispiel. Roland Giesing und andere Leute beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit allen gesetzlichen, rechtlichen Aspekten und haben auch dort immer wieder schon Eingaben gemacht, Vorschläge geliefert und so weiter. Kann ich die Digital Society unterstützen? Yes, you can! Aktive Mitarbeit, Spenden, Mitgliedschaft und eine Win-Win-Situation, die Nutzung der Vereinsräume. Ansprechpartner dafür, unsere Generalsekretärin, leider doch nicht gekommen, die Brigitte, oder der Norbert, der da hinten sitzt. Das sind die ersten Ansprechpartner für, sind die Räume zu dem gewünschten Zeitpunkt verfügbar und dass man sich auch über die Kosten einigt. Bevor ich zum Thema komme, was sind die nächsten Veranstaltungen? Überraschend, kurzfristig, kam ein Digitalk und der George hat mich schon darauf angesprochen, ob das ein Irrläufer ist. Nein, es ist kein Irrläufer. Nächste Woche gibt es schon wieder einen Digitalk. Und er ist nicht am Mittwoch, sondern er ist am Dienstag. Es gibt seitens des Bundesrats eine Initiative, digitale Zukunft gerecht gestalten. Da gibt es auch eine passende Internetseite und so weiter. Das findet ihr alles auch auf der Webseite von der Digital Society unter den Details zu dieser Veranstaltung. Und die findet eben nächste Woche hier statt. Und der Bundesratspräsident selbst wird also hierher kommen, kurz einmal präsentieren und hinterher Diskussion, Frage, Antwort und so weiter. Schon länger bekannt, dann im April geht es um E-Call. Ab Ende März müssen alle Autos mit E-Call, alle neuen Autos mit E-Call verkauft werden. Da gibt es auch positive und weniger positive Aspekte dazu. Wir werden sicherlich jemanden vom EMTC da haben. Man könnte euch sagen, das gläserne Auto, Fragezeichen, Rufzeichen. Und wenn das Auto gläsern ist, da sitzt ja jemand drin, sprich wir, dann sind wir auch gläsern. Wie gläsern sind wir wirklich? Und die zwei weiteren Termine dann im Mai und im Juni. Und vom Schwesterverein Club Computer gibt es die Meetings, Netzwerk am PC, Elektroauto, OneNote und Virtualisierung.
was immer dann danach noch kommt. Irgendwas im Juni wird noch kommen, bevor es in die Sommerpause geht, nämlich. Oder auch nicht. Der Franz schüttelt vorsichtig den Kopf. Egal. Gut, so viel dazu. Gehen wir zum heutigen Thema. Die digitale Identität ist ein evolutionäres Ding. Drei Anforderungen soll es erfüllen. Es soll sicher sein, es soll kontrollierbar sein, und zwar von dem, dem sie gehört, und sie soll portabel sein. Und das hat sich in mehreren Schritten, deswegen Evolution, Iterationen und so weiter, abgespielt. Und wenn man das ein bisschen abstrahiert darstellt, könnte man sagen, begonnen hat es zentralisiert. Der Login, den wir alle kennen, aus wie das Internet begonnen hat. Username, Passwort. Dann gab es den föderativen oder vereinigten Ansatz, speziell im Geschäftsumfeld waren wir alle ganz glücklich, wie das Single Sign-On aufgekommen ist. Man muss sich nicht mehr 23 Passwörter, User-Logins und so weiter. Im privaten Umfeld oder im öffentlichen Umfeld greift das mittlerweile auch Platz. Wie oft wird man gefragt oder wird angeboten, Sie können mit dem Facebook-Passwort einsteigen. Genau das. Damit der Krake noch besser Bescheid weiß, wo man sich herumtreibt. Ne? Damit der Google. Oder Google-ID, es gibt verschiedene. Ne? Und auch dort funktioniert es halt, je größer, desto mächtiger und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die Idee, das Modell nutzerzentriert. Das ist irgendwo in der Modellphase stecken geblieben und wird eigentlich mehr oder weniger direkt übergeführt in das selbstsouveräne Modell. Was ist der Hintergrund, dass das Ganze da, ich vergessen herunterzublättern, übersprungen wird, Technologie. Weil zum Beispiel eine Technologie wie Blockchain da jetzt ganz neue Möglichkeiten ja anbietet, um das Ganze wirklich dezentral, userzentriert und so weiter abfahren zu können. Und damit sind dann auch die drei geforderten Basisanforderungen erfüllt. Er erzählt dann eine ganze Menge mehr dazu. Woher kommt jetzt diese souveräne digitale Identität? Da gibt es immer wieder Aussagen, da kommt digital vor, da kommt Identität vor, souverän, nur mal bedingt. Die jüngste kommt von der Frau Wirtschaftsminister, dass wir, na, ich habe jetzt nichts personenbezogen zu tun, ich zitiere auch andere, hat auch nichts mit Männchen, Weibchen zu tun und so weiter. Dass wir alle, nebst unserer analogen Identität, in Zukunft auch eine digitale Identität haben werden. Und dass die Regierung dort spezielle Schritte plant und so weiter und so fort, um das zu beschleunigen. Bei den großen Nachbarn in Deutschland draußen gab es einen ersten Leitfaden, der in diese Richtung geht, schon im Jahr 2015. Da geht es ja um die digitale Souveränität. Selbstbestimmt im Internet. Da geht es also eher so in Richtung digitale Kompetenz und so weiter und so fort. Sind also eigentlich beide Statements nicht so wirklich passend für die souveräne digitale Identität. Ja, was ist denn das dann? So, es gibt keinen Konsens. Da gibt es halt auch beliebig viele Gurus, vielleicht nicht beliebig viele, aber viele, oder selbsternannte, anerkannte, wie auch immer. Und naja, es gibt keine festgeschriebene. Es gibt ein Basisangebot, Christopher Allen, da kann euch der Markus sicherlich noch viel mehr erzählen, wer der Christopher Allen ist, aber das ist einer der Gurus, die seit einem Jahrzehnt oder so in dem Umfeld unterwegs sind. Und na gut, das ist der nächste Schritt nach dem User-Centric, das haben wir vorne schon in diesem Flow gesehen. Der User muss administrieren können, es muss mobil sein und so weiter und so fort. Es darf nicht an eine Lokation gebunden sein und ähnliche Dinge mehr. Das ist also der Versuch, das Angebot für alle, können wir uns auf das einigen. Ich kenne leider keine Reaktionen dazu, aber vielleicht gibt es auch dazu von Markus ein paar Auskünfte, wie denn das in der Community aufgenommen wird, wie stark da die Kritik. Wie stark das kritisiert wird, welche sonstigen Wünsche, Ideen man dazu hat und ähnliches. Was es auch gibt, und das sind Studien, die
vom Jahr 2011 bis 2016 reichen, von unterschiedlichsten Instituten, ist der Versuch, und ich glaube ein recht gut gelungener, faktenbasierender Versuch, irgendwo greifbar zu machen, was denn drin wäre, wenn es diese souveräne digitale Identität schon gäbe. Wo dann eben jetzt drinnen steht, naja, die ganzen unterschiedlichen Architekturen, die jedes Unternehmen warten muss. Also jetzt einmal rein von unserer Welt, von der IT-Welt her, Wartungsaufwände. Andere Dinge. Identität, was mir zum Beispiel, was auch wiederum sehr, sehr griffig ist. Die durchschnittlichen Retailerkosten für jeden verlorene Identität sind $165. Oder 30-40% der Anrufe in Callcenters betreffen, ich habe mein Passwort vergessen. Oder 25 Personen fallen in den USA jede Minute, da hast du mir ein bisschen gerissen, gebe ich zu, jede Minute, 25, nur in den USA, denen die Identität gestohlen wird, die Personaldaten gestohlen werden. Und damit halt dann, je nachdem, wie heftig das Ganze ist, entsprechend Probleme haben. Und man schätzt, dass das ungefähr 15 Billionen US-Dollar Verlust sind und es wären 2015 ca. 13 Millionen Endkunden gewesen, die einer solchen Attacke zum Opfer gefallen sind. Und. Was man aktuell ist von den... Ich habe die Studie im Internet gefunden, ob die wiederholt wurden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es keine späteren Daten, aber die Zahl ist sicherlich gestiegen. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zahl wirklich geschrumpft ist. Ne? Mhm. Oder, und das tut den Verkäufern sehr weh, 18% der Einkäufe im Internet werden abgebrochen. Weil wenn die Leute dann mit dem Wagen zur Kasse fahren, kommt wiederum die Frage, Login, identifizieren und sie wissen es nicht. 18%, und wenn es nur 15%, also nur 10% sind von den Internet-Einkäufen, kommen ja kläckliche Zahlen zusammen. So ist ein bisschen Hintergrund, Faktenlage zum Thema, warum sollte man denn sowas angehen? Da gibt es jetzt dann zu den Plattformen zwei Abteilungen. Das eine ist die offene Abteilung. Da beziehe ich mich auf eine Studie vom EGIS, EGIS.gv.at, da ist die Grazer Uni, Bundesministerium für Inneres, BMFIT und so weiter engagiert. Die Webseite ist hier unten drinnen. Die Folien kommen sowieso auch wieder auf unsere Webseite. Und die Namensreihung ist nicht willkürlich von mir, sondern kommt eins zu eins aus deren Report raus, wo die im Eingehen die unterschiedlichen Plattformen studiert haben. Und der Markus wird dann speziell auf Sovereign noch sehr stark im Detail eingehen. Und dann gibt es auch nach wie vor die proprietäre, die geschlossene Gesellschaft. Gibt es halt auch ein paar, die es probieren. Und da findet man dann teilweise auch recht interessante Artikel, wo dann aber zumindest am Ende auch zugegeben wird, dass zum Beispiel der Schreiberling bei einem Datenbankhersteller arbeitet. Und dann weiß man auch, warum der Artikel so geschrieben ist und so tönt, wie er halt tönt. Im Rahmen dieser Studie der Uni Graz gibt es dann auch Vergleiche, da werden wir jetzt nicht näher eingehen. Verstehen wir auch wesentlich besser, wenn wir dann einmal durch die Präsentation von Markus durch sind, was denn die einzelnen Elemente und so weiter, Permissionless und so weiter wirklich bedeuten in der Praxis. Nach dem Vortrag über die souveräne digitale Identität werden wir auch noch einen kurzen Ausflug machen, welche Möglichkeiten es gibt, jetzt, sofort, hier und gleich, ich weiß nicht, ob er eine mitgebracht hat, hier und gleich und jetzt, die Souveränität zu neuen Höhen zu pushen. Out of the box. Da gibt es ein Kasterl, das nennt sich Freedom Box, ist vielleicht manchen hier bekannt. Auch eine Aktivität, die, glaube ich, schon ein gutes Jahrzehnt läuft, in der Richtung was zu tun. Und was bietet diese Freedom Box? Erstens, Messages, take your online privacy back. Und wie möchte man das erreichen? Ein persönlicher Server auf sehr kostengünstiger und energieeffizienter Hardwarebasis auf einem offenen Betriebssystem. Und da
hat ein persönlicher Server. Und da werden wir heute einen kurzen Exkurs liefern. Und das Angebot ist, dass vielleicht in einem CC-Meeting in einem etwas umfangreicheren Rahmen fortzusetzen. Es gibt vielleicht auch die Idee, müsste man schauen, wie viele Anhänger man findet, da irgendeine kleine Einkaufsgemeinschaft auf den Weg zu bekommen und ein paar Stück mehr, als wie jeder kauft sich einzeln und so weiter, was zu tun. Das sind also Ideen, die da herumgeistern. Dazu gibt es auch wieder ein paar Links für diejenigen, die sich privat da noch weiter hineintigern wollen, was denn da alles gibt. Und damit schließe ich meine Einführung und übergebe an den Markus Sabatello. Bitte schön, hier ist der...